So, Freunde, heute kommt das legendäre Video. Locke klärt die hübscheste Frau ever. Klärst du die? Ja, die klär ich, aber... Klar, Mann. Okay. Schaut euch das Video an, da wisst ihr, was ich meine. Bitte klar. Bis zum Ende angucken. Locke heißt nicht mehr Locke, sondern Player Locke. Ja, ich gebe dir gleich Player Locke. Viel Spaß. Siehst du die Frau da hinten, die Blonde, die da sitzt, geh hin und sag, mach ihr einen Heiratsantrag, sag, ich will dich heiraten wegen meinen Papieren und so. Ja. So Müll, okay. Fühl dich richtig nieder, so. Richtig mit Emotionen, okay? Hi. Hi. Kannst du mich heiraten? Nein. Warum nicht? Nee. Ey, die wollen mich abschieben. Ja, ich heirate aber nicht. Aber warum bitte? Es gibt doch ein bisschen Geld und so. Sonst bin ich morgen Flieger und tschüss. Ja, aber du bist doch Deutscher. Was? Deutsch? Jugoslawia. Nichts Deutsch, Deutsch ein bisschen. Ich bin keine Hamburgerin, ich bin Luxemburg. Aber auch gut, auch Papiere. Hast du einen Mann? Hast du einen Mann? Nein. Das ist doch wunderbar, sowas suche ich ja. Wo soll ich dann... Wir können uns direkt wieder scheiden lassen, es ist ja nur Papiere, so... Ja, wie machen wir das aus Ausland da in Hamburg? Ist ja egal. Ja, wo willst du die denn machen? Wir heiraten einfach fertig. Im Amt. Und 100 Euro legen wir hin, der nimmt das Banane, macht einen Stempel drauf und dann haben wir alles im trockenen Tüchern. Und du bist aber selbstsicher. Glaube nicht, dass das so einfach funktioniert hier. Ach, funktioniert Deutschland alles mit Geld, egal. Du bist Deutscher, du bist kein Jugoslawier. Ich verstehe dich voll gut, Tim, Digga. Lass sie mal essen gehen. Sag, ich lade dich zum Essen ein. Wenn du willst, können wir uns ich lade dich auch zum Essen ein. Können wir uns morgen treffen? Das heben sie nie ab. Wie? Du bist doch Deutsch. Du bist ich bin doch nicht. Also der so Deutsch kann, der ist schon längere Zeit hier. Ey, die Deutschen können kein Deutsch. Ich bin Ausländer und kann Deutsch. Ich musste die Sprache ganz schnell lernen auf der Flucht. Und jetzt kann ich Deutsch, aber mir fehlen die Papiere. Pass auf, wir treffen uns morgen früh, heiraten, fertig. Abends gehen wir essen. Du bist nicht schlecht. Wieso? Zack, zack muss das gehen. Du, ich musste auch fliehen und die haben mich auch nicht gefragt, wie die Kugeln da oben. Ich lade dich zum Essen. Lade dich zum Essen ein. Komm, ich lade dich zum Essen ein. Ich mach das gleich klar mit dem Amt. Warum? Wir verstehen uns doch. Guck mal. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber. Leg mal deine Hand auf die Knie. Guck mal her. Wir verstehen uns doch. Guck mal, du hast ein Handy. Du nicht? Guck mal her. Wieso hast du keine Arbeit? Wieso keine Arbeit? In Deutschland brauchst du keine Arbeit. Wer in Deutschland arbeiten geht, der ist doof. Ja, von was lebst du? Ja, wieso? Papiere, fertig. In Deutschland brauchst du nicht arbeiten. Es gibt das Amt, da lebst du richtig gut. Hartz IV jeden Tag besoffen, egal. Ehrlich, hier brauchst du Papiere in Deutschland. Und dann Hartz IV, Onkel Hartz, Gott sei Dank. Onkel Hartz. Wie heißt du denn überhaupt richtig? Ich heiße Karlmann. Oh, nenn mich einfach Locke. Gib mir links, rechts, groß. Komm. Nein? Nein. Ich denke, das haben wir jetzt geklärt. Ich sage in Deutschland, wenn du ab, hier brauchst du nicht arbeiten. Hier brauchst du nur Onkel Hart. Das ist der stärkste Typ hier. Aber Onkel Hart macht auch alles. Locken. Sag mal irgendwas über den Locken. Aber du also, hast auch schönes jetzt, Haar. Also wenn du jetzt doch besoffen seist, dann würde ich das doch verstehen. Nö, besoffen bin ich noch nicht. Das ist noch zu früh. Da müssen wir noch ein paar Dosen reinpfeifen. Dann klappt das auch mit der Sprache vielleicht. Ne? Würdest du denn morgen essen gehen? Du kannst dich. Ich lade dich ein. Ich kenne einen guten Italiener. Würdest du morgen gleich essen gehen mit mir? Also erst klären wir das natürlich mit den Papieren. Also ich kann nein, scheiß auf die Papiere. Sag, mit den Papieren können wir das auch alles mal machen. Ich weiß nicht schon. Weißt du was? Scheiß was auf die Papiere, das machen wir auch später. Wir gehen erstmal essen. Morgen hast du morgen schön. Zeit? Morgen. Sind wir im Knast? Morgen Zeit? Im Knast? Nee, im Knast nicht. Die hast haben da bestimmte Zeit? Zeiten. Hast du morgen Zeit? Ach, die kannst du auch, die Zeiten. Wie die Zeiten? Im Knast. Im Knast? Ja, die haben ja feste Zeit, das ist eklig. Nein, nicht im Knast. So, hier, wir treffen uns. Wenn wir uns morgen treffen, dann ziehe ich auch meine besten Sachen an. Ich ziehe morgen auch meine besten Sachen an. Nämlich dieselben wie heute. Wenn man was erleben möchte, dann... Ja, dann erleben wir auch was. Also das ist kein Thema. Nach Hamburg kommen. Nein. Sag, Locke, weißt du was? Sag, krieg ich einen Wangenkuss von dir? Und danach drehst du dich um und gibst ihr einfach einen Kuss schnell, weißt du? Während sie den Wangenkuss gibt. Gibst du mir einen Wangenkuss? Einen Kuss? Ein Spiel. Einen Kuss, komm.
Zack, da habe ich dich. Da habe ich dich doch. Da habe ich dich doch, siehst du? Und von wegen. Ne? Morgen machen wir das alles klar, gehen schön essen. Schön happen, pappen. Du bezahlst das. Na, natürlich bezahle ich, wenn ich dich einlade. Ich sag ja, ich habe einen Onkel, der heißt Onkel Harz. Ist alles gar kein Thema. Ja. Und abends drüben. Den möchte ich dann nicht leben, ganz ehrlich. Ja, und abends drüben wir uns einen Kasten Bier rein. Bam. Sag, weißt du was? Egal. Weißt du was? Scheiß auf die Papiere. Du ich mein ernst mit dir. Scheiß Papier, das machen wir schon irgendwie. Sollen die Papiere doch nicht zwischen uns stehen? Hast du Kinder? Hast du Kinder überhaupt? Oh, die sind erwachsen. Ach, die sind erwachsen? 30, 26. Oh, die sind noch nicht erwachsen mit 26 und 30. Ja, die sind zwar erwachsen, doch. Ich bin Großmutter. Mach mal Hand aufs Knie, Locke. Mach mal Hand aufs Knie, während die... Streichel ihr am Knie ein bisschen. Streichel ihr. Ne? Streichel ihr am Knie. Ja. Sag, würdest du für mich aufhören zu trinken? Würdest du für mich aufhören zu trinken? Alkohol und so? Das ist alles scheiße. Ich weiß. Ja, ich weiß, du sagst das jetzt einfach und dann hier machst eine Dose nach der anderen auf, das geht auch nicht. Das ist nicht wahr, aber heute ist so ein Tag. Ach, heute ist so ein Tag, ja. Sag, ob du mir glaubst oder nicht, während wir hier die ganze Zeit reden, habe ich einen Ständer bekommen. Ist das so hart? Nein, Digga, das geht zu weit. Nein. Ey. Ich bin noch nicht mal eine von der Straße. Das ist doch das Beste. Ich bin auch nicht von der Straße. Fertig. Ich möchte ein ganz scheiß normales Leben führen. Ein einfaches Leben, ein gutes Leben. Das können wir zusammen. Das können wir zusammen. Ruhe haben. Dann hast du auch Harz, ich auch Harz. Nein. Egal, beide Harz. Look, ich stehe jetzt auf und sag, komm, ich lade dich jetzt zum Italiener ein. Komm, lass mich hier vorne ein bisschen spazieren. Ich lade dich jetzt zum Italiener. So. Komm, ich lade dich zum Italiener ein. Lass uns mal ein bisschen spazieren gehen hier. Ah. Komm, nimm sie an die Hand. Na komm. Wie jetzt nicht? Jetzt sammeln wir hier die ganze Zeit. Locke, bleib da. Ne. Ja, Nachmittag ist schon hier. Lass uns ein bisschen spazieren gehen. Ja, dann lass uns doch wenigstens spazieren gehen. Einfach die Richtung frischen. Nein, ich möchte. Okay, bleib sitzen, Locke. Sag, ich lade dich morgen zum Italiener ein. Gibst du mir deine Nummer, dann rufe ich dich morgen an. Oh, na endlich, meine Güte. Ja, sag, gehen wir morgen zum Italiener? Gehen wir morgen aber zum Italiener, ne, wenn ich deine Nummer bekomme. Ja. Ja, mach mal. 01. Warte, 01. Ja, gut, die Batterien ist voll auch im Arsch. Danke, jetzt habe ich deine Nummer angespeichert. Sag, ich rufe dich morgen an und dann gehen wir zum Italiener. Ich ruf dich morgen an oder dann let's go zum Italiener. Ne? Gib mir links-rechts-Kuss. Oder gib mir einen Mundkuss. Ne? Oder links-rechts. Nee, lass mal. Egal, versuch mal links-rechts oder so. Gib mir links-rechts-Kuss. Bis morgen dann, ne? Ja. Tschüss, Madame. Tschüss, Madame. Ja, doch. Ja, geh jetzt nach rechts, geh an uns vorbei nach rechts. Dann. Geh geradeaus nach rechts. Digga, Locke, du bist King, Alter. Der hat eiskalt nur geklärt, Leute. Na, Romantik, Locke. Was willst du denn von mir, Alter? Ich hab gehört, du gehst mit dir essen. Ja, das... Geh mal mit dir essen, Mann, bitte. Meinst bitte, Locke, geh mal mit dir essen. Du hast ihre Nummer. Mach's dir Leute klar. Ja. Leute, bitte, gib einen Daumen hoch, Mann. Zeig Locke, dass er mit dir essen gehen soll. Ey, das wäre doch voll lustig, Mann. Stell dir vor, wir filmen das so mit versteckter Kamera und so. Alt, ne? Findest du aber was? Der, du bist auch alt, Mann. Ich bin alt, ich geb die passt doch zu dir, Mann. Du bist 85, oder nicht? 85? Leute, gib einen hoch, Mann. Er soll mit dir essen gehen. Was ist los, Alter? Nix, Locke. Bleib ruhig. Bleib ruhig, Locke. Schmann, nicht mal. 85, sieht so aus.